Und ja, ich habe natürlich nicht gewendet, nichts gemacht, weil wir mitten in der Story-Quest halt waren. Deswegen, ich bin da, wo wir halt letztes Mal aufgehört haben. Er hat Besuch. Achso, na ja, dann. Na dann. Ja, gucken wir jetzt einfach mal hier rein, würde ich sagen. Das sieht alles gut aus. Pass wackelt und hat Luft. Und wir müssen die Kanalisation betreten. Wie gesagt, wir, für alle, die den letzten Stream nicht gesehen haben und jetzt fragen, wo wir gerade so storytechnisch sind. Triss möchte die gesamten Magier aus der Stadt Novigrad evakuieren. Und das ist irgendwie schief gegangen. Das sollten jetzt ja eigentlich alles Magier sein. Und wir müssen die halt irgendwie jetzt mit Triss zusammen durch die Kanalisation lotsen, damit die irgendwie nicht von den Wachen geschlachtet werden und aus Novigrad flüchten können. Da hatten wir letztes Mal aufgehört. Wie gesagt, lokale Recording läuft schon. Das kriegen auch die YouTuber mit, habe ich nicht vergessen. Ja, und dementsprechend machen wir hier an der Stelle jetzt weiter. Bin da einen Weg durch die Kanalisation. Okay. Wie viel Platz haben wir eigentlich noch? Das wäre vielleicht nochmal die interessanteste Frage, weil wir nicht gewendet haben. Ja, genug, okay. Das heißt, da können wir ganz gut erstmal weiter rubbeln. Nemesis, deine Nachricht sieht man in einem schönen Pink, was ich lesen kann. Vielen Dank für deine Hilfe. Deutlich besser als das Ragnar Eisentakus Gedächtnisblau, wo ich schon wieder dreimal gucken muss. Es bedeutet mir sehr viel, jemanden zu haben, auf den ich mich in dieser verfluchten Stadt verlassen kann. Schon gut. Bald ist alles vorbei. So, müssen wir erstmal ganz kurz gucken. Oh, ja, erstmal, genau, will ich nämlich hier. Achso, der ist einfach mal durch meine Druckwelle durchgedodged. Sagen. Irgendwann ist doch hier faul im Staat Dänemark. Dankeschön. Dann kann ich hier nämlich hier gleich mal looten hier. Die guten Männer. Ja, wir müssen hier irgendwie einen Weg durch die Kanalisation finden. Die Frage ist, welchen Weg? Was ist hier? Loot. Au! Ja, mein Schwert ist schon wieder im Eimer. Nicht, dass wir es letzte Folge zum Ende hin erst repariert haben. Also die Haltbarkeit in Witcher ist irgendwie gefühlt echt noch schlimmer als in Dark Souls. Du haust halt irgendwie fünfmal einen Mob und dann kannst du schon wieder hier das Mobbett reparieren gehen. Irgendwie ziemlich Käsekuchen. Und ich habe natürlich keinen Bock, jedes Mal so ein Reparaturpack dafür zu gebrauchen, weil die kosten halt auch Geld. Die würde ich mir halt dann ganz gerne für Notfälle aufbewahren. Wir können es halt, glaube ich, auch noch nicht selber herstellen, weil wir die Formeln dafür noch nicht gefunden haben. Oder zumindest, als ich letztes Mal geguckt habe. Wie gesagt, man kann die halt wohl selber bauen mit den entsprechenden Rezepten und natürlich Materialien. Aber wir sind einfach noch zu low dafür. Geht noch nicht. Egal, dafür looten wir Strickleitern. Nemesis was? Wo? Wer? Meiner Meinung nach der beste Stream, wenn es um From Software geht. Weiter so. Ich hoffe, dass ich auch mit anderen Streams überzeugen kann, Schießer Fabian, denn das wäre nur schade, weil FromSoftware bringt halt immer nur so ein Spiel im Jahr raus. Ich würde doch gerne häufiger streamen, aber nichtsdestoweniger Schießer. Danke für deine Spende, mein Lieber. Verdammt. Dankeschön. Hier kommen wir nicht durch. Alles verloren. Nee, da ist eine Tür. Dich. Vielleicht gibt es und Nemesis, ja, schon ewig. Da hast du ja dann Monate nicht geguckt. Also Dragon Age ist jetzt sogar schon fertig auf YouTube. Aber hör mal. Und das ist komplett durch. Ich spüre Luft, die durch die Ritzen strömt. Eine Bibliothek? Oh, ja, schön, da gibt's Bücher. Gedichte von Gonzalo de Bercio. Ja, die müssen wir alle lesen. Minimum. Unglaublich. Alle seltene Erstausgaben. Wir werden später zurückkommen. Und oh alles Gott, holen. Das muss ich doch nicht alles lesen, nicht. Oder? Ich verlasse heute lass nicht lesen. Vergessen? Nein, es fällt mir nur schwer, es zu Bücher. Begreifen. Ja, das Paradies für Spike. Könnte alles lesen. Ja, hier, noch so ein Buch mitnehmen. Noch so ein Buch. Alter Schwede. Da hätte Spike was zu tun. Einfach mal den ganzen Abend Bücher lesen. Wie furchtbar. Ich will das nicht. Gut, dann haben wir die auch. Also hier ist auch noch Gerümpel. Und dann haben wir noch mehr Gerümpel. Ja, der Dampfer ist super. Also, sowohl der Akkuträger ist echt klasse, als auch... wo ist denn hier? Ach, über mir ist ein Händler. Als auch der Verdampfer an sich. Kein Kokeln, Dampf wie Sau, schmeckt gut. Also, ich mag den.
Achso, da kommen wir weiter. Ja, verstehe ich. Aber erstmal muss ich hier noch Bücher mitnehmen. Ja, wie gesagt, ist halt vom Prinzip her, die Watte guckt halt quasi außen raus und ist unten in den Tank gesteckt. Das heißt, keine Nachflussprobleme. Und alles super. Trish, ich habe einen Ausgang gefunden. Ich dachte schon, wir wären für immer verloren. Du bist tot und verloren. Was jetzt? Ja, komischerweise, gerade wenn der in dieser Sprunganimation ist, scheint der invincible zu sein. Ach, da war noch einer, den wir gesehen. Weil er dann durch meine Druckwelle durchdodgt. So, wir nehmen mal ein Hühnerbrötchen. Nun? Um mal ein bisschen Gesundheit zu regenerieren. Ja, ich habe mehrere Eye-Sticks mit dem Delta 2. Ich habe eine Eye-Stick mit dem Kanga Subtank. Ja, und wie gesagt, der kam jetzt halt gestern an. Ist jetzt die dritte oder vierte Tankfüllung, die ich jetzt gerade durchblase. Auch noch mit der ersten Akkuladung. Funktioniert halt super. Und die Temperatursteuerung funktioniert auch. Tatsächlich mit den, im Moment habe ich den Nickelkopf drin, den 0,2 Ohm. Allerdings wird da das mitgelieferte Drip-Tip relativ heiß. Okay, oh, was? Was ist verdammt? Ganz schön viele. Ratten? Ledermäuse? Lederrattenmäuse? Alter, das kann ich nicht lesen, Skalis. Da muss ich umschalten. Moment. Ich muss einmal ganz kurz umschalten. Das ist, Wall of Text trifft Streamer kritisch. Lisa! Viel zu viel Text! Moment, Moment, ich muss einmal umschalten. So, jetzt kann ich es lesen. Lange nicht mehr gespendet, darum muss ich dies natürlich nun mal wieder tun. Allerdings nur 1 Euro, weil Steam Sale und du kennst ja die Problematik. Markus, du bist der beste Streamer und hast die beste Community, die es gibt. Mach weiter so. Nein, Lisa. Ja, Community, das schließt euch ein. Ihr seid die Besten. Wie gesagt, Lisa, du verrücktes Huhn, ich danke dir dafür und schön, dass du wieder da bist. Wert, hab Spaß, komm auf gute Gedanken, das ist das Wichtigste, meine Liebe. Dafür ist der Stream halt da. Ich hoffe, ich kann dich halt ein bisschen ablenken und Freude bereiten. Und ich sage, danke für die Freude, die du mir mit dem Euro bereitet hast. Und den Rest bitte in den Summer Sale stecken. Ich habe mir Witcher 1 und 2 geholt, habe ich ja gerade gesagt. Wunderbar. Ah, oh, Ratten. Kein Wunder, dass dort so viele Ratten waren. Wer wird denn die ganze Ja, ich hätte vielleicht einfach mal Feuer nutzen sollen. Wir sind direkt unter dem Marktplatz. Alter, das sind viele. Carlo Hacker Varese. Das ist bestimmt kein Zufall. Aber viele. Meine Schuldner neigen dazu, spurlos zu verschwinden. Alles in Ordnung. Erstmal ganz kurz hier alles looten, was die Ratten hier kaputt geklammert haben. Nichts Schlimmes. Wir müssen dann hier gar nichts. Nichts Interessantes. Sonst infizieren sie sich. Später, Geralt. Wir müssen erst einen Weg zum Hafen finden. Boah, ich bin gleich schon wieder überladen. Ich sehe es kommen, weil ich hier so viel Krempel loote. Spitzhacken, Strickleitern, halbe Skelette zum Mitnehmen. Und so Zeug halt. Da hinten komme ich auch weiter. So, was gibt's hier? Achso, abgeschlossen. Da gibt's gar nichts. Naja, verstehe. Also müssen wir hier hoch. Ah! Oh! Hilfe. Jetzt oder nie. Gibt's hier noch Loot? Ja, hier gibt's Loot. Dann komm ich hier mal rum. Das nehme ich mit. Was gibt's hier unten? Zeug. Zeug, nehmen wir alles mit. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich jetzt einfach mal die nächsten Male vendoren kann. Das hat die letzten Streams ja am Ende leider nicht gepasst. Letzten Stream hatten wir aufgehört als Ciri, da konnte ich nicht vendoren. Jetzt sind wir mit einer Quest gewesen. Vertrocknet. Und irgendwie würde ich gerne halt auch mal was bauen. Wir haben halt die Rezepte für die Katzenrüstung und ich habe die halt noch nicht bauen können. Wir müssen da lang und ich kann hier lang. Wo geht's denn hier lang? Ach, da geht's nach unten zu der Tür oder wie oder was oder wo. Ah, ne, hier ist noch eine Leiche. Wunden am Hals und an den Schultern. Ah, nehmen wir es mal mit. Nehmen wir alles mit. Und dann gucken wir einfach mal später. Achso, Triss kommt sogar mit. Ah, ich hänge fest. Das war ein Springen. Ne, das war Boxen. Das war Springen. Erstmal wieder klarkommen. Gestern halt GTA gespielt, da sind die Tasten genau umgekehrt.
Da will ich nicht hin. Okay, Triss folgt mir. Wir müssen da raus. Das ist der richtige Weg. Aber wir können einmal nach hier oben noch gucken. Da waren wir ja auch noch nicht. Ob es hier noch weitergeht. Coco, sei gegrüßt. Habe ich auch schon länger nicht mehr gelesen. Ich erinnere mich aber noch an einen Follow, weil ich da irgendeinen Kommentar zu Coco von Alex gemacht habe. Daran erinnere ich mich noch. Jetzt funktioniert es wunderbar. Da kommt immer erstmal hier noch eine Blaubeere. Und nehmen hier alles mit, was nicht nied- und nagelfest und bei drei auf den Bäumen und überhaupt. Was kann ich hier noch looten? Hier kann ich noch was looten. Mitnehmen! Mitnehmen! Achso, und was ich ganz vergessen habe, ich unhöflicher Mensch, ich, Stefan, der hat noch, bevor der Stream überhaupt an war, seinen Host angeschmissen. Natürlich auch nochmal Danke an Stefan dafür, dass er mich gehostet hast, beziehungsweise deinen Zuschauer rübergeschickt hast. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht mit der Musik zu Beginn zu Tode gelangweilt. Das ist bei mir halt immer so. Meistens 10 vor fängt dann halt die Musik an bis 10 nach. So 20 Minuten Warm-up und dann geht erst das eigentliche Programm los. Aber trotzdem danke und willkommen an die Zuschauer von Stefan. So, wie viel Gewicht haben wir jetzt? Garantiert schon wieder voll. Nee, okay, das ging ja einigermaßen. Das ging ja einigermaßen. Ach, Stefan lurkt sogar. Er lurkt sogar. Ja, und wie gesagt, das ist jetzt halt, ich weiß nicht, ob man sieht, nee, so kurz im Bild sieht man eigentlich nicht, könnte auch noch der Procaster sein, aber das ist jetzt halt das EV. Und in der Flat-Einstellung, nicht in diesem Bass-Boost-Modus, ich denke mal, ich habe von Haus aus, wurde mir gesagt von Spike, schon eine tiefere Stimme als eigentlich im Stream. Und wenn ich da jetzt diesen Bass-Boost anmache, das klingt halt irgendwie für mich dann sehr, sehr dröhnig. Deswegen habe ich jetzt nur ein bisschen am Mixer halt am Equalizer noch rumgespielt und ich fand den Klang halt so relativ authentisch, also so wie ich mich höre. Ich weiß natürlich nicht, wie es ist, wie die anderen mich hören, das kann ich halt schlecht beurteilen. Achso, hier ist auch noch Zeug. Ja, komm, nehmen wir jetzt Zeug mit. Oh, das kann ich dir nicht sagen, Henning, wo das Stamina-Reck-Schild ist. Ich wusste, wo es vorher war. Ich weiß nicht, wo es jetzt in der neuen Siegfried of the First Sin Edition ist. Da haben wir es zweimal gefunden. Vorher war es in der Erinnerung der Riesen. Da ist es jetzt allerdings genau nicht mehr. Du findest es jetzt zweimal. Wir haben es zweimal gefunden. Ich weiß nur nicht mehr wo. Das habe ich mir leider nicht gemerkt. Ja, das ist ja meine betörende Stimme, Yassi. Wenn ich mit Hasi rede, das ist ja die... Ne, da muss ich ja... da darf ich ja nicht so dunkel und bedrohlich klingen. Da muss ich ja dann immer etwas Kreidefeuer essen. Die Laterne brennt noch. Muss erst vor kurzem gestorben sein. Durch Bisse in den Hals. Ein niederer Vampir bleibt dicht bei mir. Okay, niederer Vampir. Das sind doch hier wieder diese... Da hatten wir doch schon mal einen, so einen Moped. Hier, wie hießen die denn? Den haben wir vergessen. Auf jeden Fall, davon hatten wir schon mal eins. Ein so ein Vampir-Mops. Ja, egal. Elf Wasserflaschen habe ich. Na, Gratulation. Der teilt natürlich wieder so gut wie gar nichts. Das dauert ewig. Hier noch alles mit. Alter, wie viel hier drin ist. Ist die reinste Loot-Höhle. Aber ich glaube, bis jetzt nichts Vernünftiges. Also irgendwie nur Krempel. Bei der alten Version, Markus, wann kommt die Erinnerung der Riesen? Sobald du nach dem Drachenhorst oben mit dem Drachen gesprochen hast und der dieses, ich nenne es Herrschergefäß, dieses Dingsy-Bumsy gegeben hast, wo du mit den toten Bäumen sprechen kannst, da in einer Erinnerung, das muss ich mich mal ganz kurz konzentrieren. Sekunde, ich nehme mal eben das Schild. Würde mir gerne dann einmal das Schildi buffen. Ja, Schildi, Schildi, Pupildi. So, jetzt können wir mal reden. Herr Vampir! Er ist ein Kreisläufer. Achso, ich habe mein Schild noch. Ja, perfekt. Schild weg. Achso, er ist schon down. Perfekt, ja, das ging ja super. Einfach. R1. R1 wins Championships. Hurra. Zum Glück. Zum Glück. Garantiert ein sicheres Einkommen. Los, gehen wir. So, hier kann ich noch was looten.
Und das war... Nee, war auch noch Zeug. Gut, das nehmen wir auch noch mit. Achso, Alter, wie viel hier drin ist. Entschuldigung für das Alter, aber es ist echt eine Menge. So, und dann müssen wir hier lang. Ich habe keine Ahnung, Coco, was ein Q-Kill-Glitch ist. Nee, also ich spoiler mich halt nicht. Das heißt, ich gucke keine anderen Let's Plays, keine anderen Videos, keine News. Dementsprechend weiß ich nicht, was ein Q-Kill-Glitch ist, was er bewirkt, wie ich ihn auslöse. Vermute mal, es kommt eine Kuh drin vor. Wir haben's geschafft. Komm, wir müssen das Schiff klar machen, bevor die Jäger kapieren, was los ist. Ja, wir sind deutlich unter, also überlevel für die Quest. Ich meine, wir kriegen 5 Punkte. Wir müssen unbedingt heute irgendwie nach Skelle gekommen, um da mal ein bisschen wieder leveln zu können. Das finde ich halt krass, dass du halt keine XP mehr bekommst, wenn du die Quest überlevel machst. Endlich. Ich dachte schon, wir müssten für immer da unten bleiben. Konntest du dir einen Überblick verschaffen? Wie ist das Schiff? Der reinste Schrotthaufen. Das Holz fault, die Segel sind durchgewetzt wie alte Unterhosen und sie... Schaffen wir es bis nach Kovir? Wenn ihr in keinen Sturm geratet. Ich gebe den anderen das Signal zum Kommen. Ja, zum Glück haben wir ja die große Tasche mittlerweile, dass wir 160 Zeug mit uns rumschleppen können. Weil sonst wären wir halt tatsächlich ratzefatze voll. Blumen oder Bonbons besorgen? Das Problem ist halt einfach, wir können halt nicht an einem Vendor alles verkaufen, weil die dann kein Geld mehr haben. Das macht es halt eben kompliziert. Man muss halt immer rumreisen und bei mehreren Vendoren oder Händlern verkaufen, weil die sonst kein Geld mehr haben. Was zum Teufel soll das bedeuten? Nobody, sei gegrüßt. Sag bloß nicht, dass du sie nicht bitten willst, hier zu bleiben. Warum machst du dir darüber Gedanken? Ich liebe Liebesgeschichten. Vor allem die mit einem glücklichen... Und ja, Ragnar, du auch Jäger. Natürlich. Da kommen Jäger! Geht an Bord! Und wie man dem Moped-Club beitreten kann? Prinzipiell einfach da sein. Dann bist du halt schon Teil der Community. Und wenn du dann noch super großzügig bist und Geld übrig hast, kannst du auf diesen Abonnieren-Knopf drücken für 5 Euro im Monat. Kannst es aber auch einmalig machen, also sprich sofort wieder kündigen. Dann kriegst du halt Zugriff auf die Chat-Emotes und dieses Symbol vor deinem Namen. Aber wie gesagt, einfach nur zuschauen reicht völlig und Spaß haben. Das wäre doch eine Voraussetzung. Das finde ich schon gut, wenn du Spaß hast. Dijkstra. Ich weiß nicht, wie unten, wo abonnieren steht, Nemesis, da, wo 4,99 steht. Ein letztes Lebewohl. Vielen Dank. Beziehungsweise, wenn du mobil unterwegs bist, da habe ich auch so einen Jetzt-Abonnieren-Knopf extra für die Mobilversion-Nutzer reingebaut. Bleib bei mir. Geralt, nicht schon wieder. Vor allem nicht hier und jetzt. Ich hab kein Geld. Frau Merigold, wir müssen los. Hast du das echt gekauft, das Neumann? Wir hatten unsere Chance, aber die haben wir verpasst. Ich liebe dich. Frau Merigold, wir legen ab. Die mag mich. Ich offenbare ihr meine Gefühle und die tritt sie. Cedric, sei gegrüßt. Nein, natürlich nicht. Okay, weil bei dem Preis... Du hast es wenigstens versucht. Alter Schwede. Einmal bekam ich einen Korb von einer Zauberin. Willst du die Geschichte hören? Ich würde lieber wissen, warum dich meine Beziehung zu Triss interessiert. Wenn ich sage, weil ich dich mag und nur das Beste für dich will, würdest du mir glauben? Nein. Sehr klug. Du solltest dich auch aus der Politik raushalten. Ich weiß es, du weißt es und Triss auch, was nicht ganz unwichtig ist. Deine andere Geliebte? Eher nicht. Sie hat sich mit Nilfgaard zusammengetan und du wirst ihr folgen, so wie immer. Und eines Tages könnte es sein, dass wir auf verschiedenen Seiten stehen. Ach so, Das wäre sehr schade. Sekunde, hab noch was. Aber das scheint noch in weiter Ferne zu liegen. Jetzt sollten wir über das reden, was gerade wichtig ist. Geralt, dreh dich um. Ach, lass die Scherze. Nein, ich mein's ernst. Dreh dich um.
Triss? Ich dachte... Ich auch. Aber ich habe meine Meinung geändert. Danke, ich bin überwältigt. Dijkstra, sei mir nicht böse, aber... Ich verschwinde. Bin schon weg. Genau, lass weg. Uns gehen. Ich kenne einen Ort, an dem wir die Schiffe beobachten können. Geh voraus. Ich gehe mit dir in den Leuchtturm rauf. Und bis an Ende dieser Welt. Das habe ich gestern in der Aufzeichnung gehört und ihr wahrscheinlich jetzt gerade auch. Ich werde mir tatsächlich irgendwann noch die Spinne halt holen müssen, so wie ich das Mikro benutze. Ich stelle jetzt einfach mal die Cola auf den Tisch ab, wie ich sie normal abstelle. Und es rumpelt und das geht mir auf den Sack. Wie gesagt, sorry an der Stelle, falls euch das stört. Das Mikro ist halt im Moment nicht in der Spinne. Diese Kackspinne kostet 130 Euro. Sie sind jetzt in Sicherheit, alter Schwede. Richtig? Ja, mach dir keine Sorgen mehr. Wirklich. Du hast recht. Ich kann nur kaum glauben, dass alles vorbei ist. Ich habe seit Monaten von diesem Augenblick geträumt. Hast du ihn dir so vorgestellt? Nein. Ich dachte, ich wäre mit den anderen auf dem Schiff. Und du wärst an Land und würdest mit einem Das ist wirklich der Leuchtturm. Hoffentlich bereust du nicht, dass es so gut gekommen ist. Nun, Kovir soll um diese Jahreszeit sehr schön sein. Aber du bist mir lieber. Kein Wunder. Auch ich bin um diese Jahreszeit sehr schön. Da hast du recht. Vielleicht kommen wir eines Tages nach, wenn alles vorbei ist. Das würde Bälle und Bankette und viele andere langweilige Dinge bedeuten. Aber auch Bäder, Balsam, Körper. Nemesis, bist du mobil unterwegs? Für die vielen Jahre, über Tablet, die du Handy? Übernachtet und in Bergbächen gebadet hast. Klingt verführerisch. Müsste ich denn mein Leben als Hexer aufgeben? Nein. Du würdest von Zeit zu Zeit einen Monstervertrag annehmen, um in Form zu bleiben. Benny. Nicht zu Gefährliches, damit ich mir keine Sorgen mache. Ich warte dann auf dich. Lass mich raten. Mit einem Essen bei Kerzenlicht? Kerzenlicht auf jeden Fall. Und einem Bett. Bisher haben wir weder das eine noch das andere gebraucht. Ach so. Ich hab's geschafft. Erfolg! Ich bin ein Frauentyp. Seht, sie schicken uns ein Zeichen, eine Nachricht. Deko, sei gegrüßt. Ja, natürlich, die Pimper-Nachricht in Morse-Code. S-E-X. Achso, doch nicht. A-B-R. Hill? Lagbr? Das ergibt keinen Sinn. Ja, das heißt nicht S-O-S, sondern S-E-X. Oh Mann. Oh Mann, ey. Zu gut. Genau. Ich hab Zielspiel ist ja, alle Nacktszenen freizuschalten. Da gibt's ja halt, ach, was interessieren mich 15 Endings? Ich will alle 15 Nacktszenen. So sieht's mal aus. Danke, Geralt. Für alles. Und was du am Hafen gesagt hast. Ich hätte es schon viel früher sagen sollen. Und? Was jetzt? Ist noch etwas früh für, und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Ich muss Ciri finden. Ich bin nah dran.
Ich werde sie finden oder jemanden, der weiß, was mit ihr geschehen ist. Wo treffen wir uns? Mir fällt nur ein Ort ein, an dem sowohl Hexer als auch Zauberinnen willkommen sind. Kaer Morhen. Ich war lange nicht mehr dort. Wir sehen uns, Hexer. Ich werde dich vermissen. Sehr sogar. Ich werde dich auch vermissen. Ja. Ich glaube, Nemesis war's. Der Knopf ist auf der Mobilversion zum Abonnieren nicht vorhanden, aber wenn du in die Info runterscrollst, da wo halt die FAQ und so steht, da ist ein Button, den ich extra für die Mobilversion gemacht habe, wo drauf steht, abonniere jetzt. Da siehst du auch die Symbole. Wenn du da draufklickst, wirst du weitergeleitet zu der Seite. Deswegen für die Mobilnutzer habe ich den eingebaut. Das gleiche könnte man von dir sagen. Lässt du mich jemals in Ruhe? Eines Tages schon. Wenn ich dich nicht mehr brauche. Dijkstra, was heckst du diesmal wieder aus? Was meinst du, wie viele Magier haben wir gerettet? Insgesamt? Ich weiß nicht. Hab nicht gezählt. 30, ein paar mehr oder weniger. Und wie viele bleiben wohl im Norden? Wie viele Alchemisten, Heiler und Kräuterkundler? Ein Faust Feuerwerk, ich weiß nicht, wer das hört. Machst du eine Volkszählung oder was? Nein. Ich mach mir Sorgen. In Novigrad hatten sie uns. Wir waren da. Aber wer rettet die von Rinde? Van Art, Art Carey, Guleta. Du weißt, dass dieser Bastard Raduvid erst aufhört, wenn er alle umgebracht hat. Bis auf den letzten. Auch Yennefer und Triss. Eine bewegende Ansprache, aber komm endlich zum Punkt. Warum erzählst du mir das? Weil ich möchte, dass du mir hilfst, Raduvid umzubringen. Ich töte keine Könige. Ich bin kein Königsmörder, trotz dieser verdammten Gerüchte. Sehr rote Haare, Ralf, ist real. Ich bitte dich auch nur dabei zu helfen, den Mordanschlag vorzubereiten. Jemand anderes wird ihn ausführen. Dijkstra. Vielleicht weißt du es ja nicht, was ich kaum glaube, aber Hexer verhalten sich aus Prinzip neutral, deshalb... Ach, Schwachsinn. Das ist doch nur eine passende Ausrede, hinter der du dich versteckst, sobald es heiß hergeht. Und es geht sehr heiß her, mein Freund. Und es große wird Pause heißer. Wieder um 0 Uhr, ne? Scheiter also wie immer halt. In jeder Stadt. Für 0 kleine bis 0, und 15. große Magier, auch für deine Freundinnen. Für Anderlinge, bald auch für Hexer. Ist das der Norden, den du liebst, in dem du leben willst? Er hat's ja genossen. Du schweigst, lässt dir nicht in die Karten schauen, verstehe. So, wer fehlt denn noch? Jennifer fehlt noch? Ist schließlich kein Neckar. Naja gut, und mit Ciri wäre, glaube ich, ein bisschen unmoralisch, ne? Denk drüber nach. Denk an meine Worte. Und wenn du dich entscheidest, den Lauf der Geschichte ändern zu wollen, statt den Höllenritt fortzusetzen... Obwohl, wie alt ist Ciri? ...findest du mich in der Passiflora unter dem Dach. Lassen wir den Gedanken. Und warte ich mit meinen Leuten. Ich denk drüber nach. Mach's gut, Geralt. Oh Mann, oh Mann. Quest abgeschlossen, jetzt oder nie. Quest verfolgen. Und, wie viel XP? Wieder 5? Gar keine? Anscheinend gar keine. Na super. Ist hier noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Ja, natürlich. Nehmen wir erstmal hier alles mit. Und dann, nehmen wir alles mit. Ah, schon wieder, dass sie das nicht geändert haben mit diesen Kerzen. Das ist ja furchtbar. Immer macht man hier das Licht an und aus. Komm an. Geh mal bitte hier die Leiter nach oben. Geh mit dir den Leuchtturm rauf. Ja? Ja? Nein? Er will nicht. Stream ich am 15. Nee. Die Woche streame ich gar nicht vom 15. Da bin ich nicht da. Da kann ich gar nicht streamen. Tut mir leid. Ja, die Woche geht halt nicht. Danach die Woche streame ich halt wieder. Und da starten wir auch mit Batman. Ich habe es jetzt vorbestellt. Bei GamesOnly.at. Da war es tatsächlich ein 10er günstiger als in Deutschland. Und im PSN. Also 59 statt 69. Und halt die Disc-Version Uncut. Habe ich gesagt, ja gut, für den Preis bestellst du es halt da. Und wie gesagt, das wird dann halt eben auch schon wieder vorher ankommen. Dann können wir es halt pünktlich am 23. halt spielen. Ja, den Terminplan für die HO-Schmerz kommenden Wochen hau ich nach dem Sonntagstream halt raus. Ich sterbe. Doch nicht.
Wie gesagt, nächste Woche bin ich halt nicht da, aber dann schon den Plan für danach die Woche. Der nächste Stream ist dann, also jetzt Sonntag ist nochmal Stream Dark Souls 2 und dann geht's erst am 22. weiter. Aua! Aua! Pupaua! Flacco, nee. Wie gesagt, um 0 Uhr machen wir die erste Pause und da gibt's dann auch die erste Werbung. Aber wie gesagt, dein Angebot ist echt nett, aber absolut nicht nötig. Es reicht völlig, wenn du da bist und Spaß hast, mein Lieber. Das reicht völlig. Ich will nichts an euch verdienen in dem Sinne. Also, ich bin ja hier kein Vollzeit-Streamer, der damit seinen Lebensunterhalt finanziert. Wie gesagt, wenn du ins Bett gehen willst, mein Lieber, dann geh ins Bett. Dann sage ich einfach mal bis Sonntag wahrscheinlich. Und, schlaf gut. Komm schon. Warum mache ich die jetzt noch nicht bei dem Weg fahren? Wo bin ich hier eigentlich? Pac-Man sagt 700 Meter. War hier nicht so ein Reiseschild? Wo bin ich hier überhaupt? Es wäre mal cool zu gucken. Ah ja, wir haben noch genug Platz. Achso, wir sind hier am Leuchtturm. Und wir könnten... Wo müssten wir denn hin? Nach da oben. Ja, ich glaube, wir reisen. Eine Reise. Das ist cleverer, als jetzt dahin zu gurken. Ja, wie gesagt, für den Preis, Isamos, kannst du halt nichts falsch machen. Ich meine, irgendwie 1,99 Witcher 1 und 2,99 Witcher 2. Jetzt, ob ich Teil 1 wirklich nochmal spiele, weiß ich nicht. Da habe ich mal beim Spike's Wahnsinn halt reingeschaut, als er es gestreamt hat, beziehungsweise gespielt hat. Das sah halt doch schon etwas anders und älter aus, das hat man gesehen. Aber zumindest das, was ich von Witcher 2 gesehen habe, sah nicht ganz verkehrt aus. Wie gesagt, und für 2,99 halt mal reinschauen. Und so habe ich jetzt alle drei Spiele und kann sagen, ich habe zumindest die Trilogie. Den Dreiteiler. Alle drei Teile. Ihr wisst, was ich sagen will. Ein bisschen Geld, damit du dir dieses Spinnenmoped leisten kannst und bleib, wie du bist, Markus. Robin, so viel? Und du hast erst gestern? Vorgestern? Vor dem Stream auch gespendet? Alter. Spar das Geld, Robin. Und schlag im Summer Sale zu. Oder Batman. Batman bei Games Only. Aber da hat er es ja auch schon bestellt, ne? Habe ich gehört. Ja, da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich drauf. Danke. Danke, Robin. Danke. Prost auf dich. Und Mattwurst sei gegrüßt. Arr. Nee, also Witcher ist jetzt auch mein erstes hier. Also das Witcher 3. Also ich fange halt tatsächlich hier mit dem letzten Teil an. Ja, und zu der Spinne. Man merkt halt deutlich den Unterschied, das hatte ich ja schon beim Procaster, wo ich ihn ohne Spinne benutzt habe. Und wen muss ich hier benutzen? Die. Oh, der ist ja so hübsch, dass er die Hände nicht von sich lassen kann. Wo war ich stehen geblieben? Spinne, Procaster, ja. Da hat man auch den Unterschied gehört zwischen Spinne, das doch ganz gut federt, und keiner Spinne. Gleich hier treiben oder bei mir. Du hast die Wahl. Bei dir und bei mir? Zwei zum Preis für einen? Ja, und dann jetzt hier rumzicken. Ja, gibst du dir mal einen Klaps auf den Po und schon rasten sie hier aus. Ich bin für die... Weißer Wolf, willkommen in der Passiflora. Oh, kein Zeichen des Wiedererkennens in deinen Augen. Sei gegrüßt, Hatten wir schon? Sorge, ich habe mich seit dem letzten Mal sicher sehr verändert. Huch. Und das war... ja. Ach, vor ewigen Zeiten. Du und Meister Rittersporn seid mit zwei Halblingen aufgetaucht. Einfach zum Brüllen, die kleinen Typen. Wir erinnern uns bis heute an diesen Abend. Ja, tut mir leid, ich bin hier, um... Sprich leise. Ich weiß genau, warum du hier bist. Ja? Sie warten. Bitte hier entlang. Ja, die Vorbestellung? Habe ich schon telefonisch was bestellt? Hast du schon die Neuigkeit vom letzten Renntag bei den Wegelboots gehört? Der Gesandte von Kovia. Ja, gucken wir mal. Exagiral? Ja. Der Boss wartet schon. Kein Interesse. Der Rummelheit. Da bist du, Verrückter. Gut. So viel. Du hättest einen einsameren Ort für die Planung eines Mordanschlags aussuchen können. Alle denken drüber nach und viele würden es tun.
Wir brauchen keine Angst zu haben. Aber... Außerdem hat dieser Ort eine gewisse Tradition. Ist wollte ich gerade sagen. Legendär. Interessant ist, dass halt Falka die meisten Morde immer in Puffs stattfinden. Und auch König Fridax Ermordung. Also Game of Thrones, Caesar. Soweit ich mich erinnere, überall werden die Leute im Puff umgebracht. Also ich glaube, ich werde nie im Puff gehen. Ihre Rebellion hat den Lauf der Geschichte verändert. Das haben wir gemeinsam. Was das Blutvergießen angeht, wollen wir nur Radovid tot sehen. Es freut mich, dass du mitmachst. Ja, hatten wir gerade schon für immer von Jun. Habe ich auch beide geholt. Ich habe deine Einladung erhalten und bin gekommen. Das ist alles. Kommen wir zum Geschäft. Meinen Mitstreiter dürftest du bereits kennen. Mit? Da war noch einer. Was? Du hier? Ach ja, okay. Ehemalige Spione. Wir haben einen Verein gegründet. Du hast mal einen König beschützt. Willst du jetzt einen anderen ermorden? Ich bin nicht stolz darauf, aber in meinen Augen gibt es keine andere Lösung. Radovid hat zu oft nur seine eigenen Interessen durchgesetzt. Als Kedwin um Hilfe bat, ist er einmarschiert. Als ich ihn darum bat, Vysima zu helfen, hat er mich wieder fortgeschickt. Der Krieg ist beinahe vorüber. Die Entscheidung naht. Wir müssen schnell handeln. Ich mache mir nichts vor. Nur ein toter Radovid. Aber ich kann es halt nur noch mal wiederholen. Das, was bei diesem Spiel wirklich brillant ist, mitunter das Beste, was ich je gesehen habe, sind die Gesichtsanimationen. Also, ich weiß nicht, ob sie die wirklich komplett alle gemotion-captured haben, aber ich finde, das setzt neue Maßstäbe. Du siehst wirklich die Veränderung in... Du siehst die sämtlichen Muskelzüge in den Gesichtern. Das ist richtig, richtig gut. Also sogar besser als hier, was wurde gelobt, hier Beyond Two Souls und Heavy Rain. Wobei die Kinder da ja furchtbar aussahen in den Spielen. Die Erwachsenen gingen, aber die Kinder sahen halt schlecht aus. Und das ist hier wirklich richtig gut bei den Charakteren. Na gut, was willst du von mir? Einer unserer Leute hat sich mit einem Informanten getroffen. Er ist nicht zurückgekehrt, aber der Plan hängt davon ab, was er in Erfahrung bringen konnte. Wir müssen ihn finden. Und du bist der beste Spürhund weit und breit. Spürhund, hm? So, so. Kannst du mir noch mehr sagen, wo dieser Mann zuletzt gesehen wurde, zum Beispiel? Er gibt sich als fahrender Schuster aus. Er sollte den Ponta überqueren. Das hat er wohl beim redanischen Grenzposten getan. Wir haben einen Mann dort, der sicher mehr weiß. Er nennt sich Gregor. Gut, ich rede mit Gregor. Danke. Und lenk nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich, wenn's geht. Denk daran, dieser Einsatz entscheidet die Zukunft. Die Zukunft Temeriens und des Nordens. Ich weiß. Ich versuch's nicht zu vermasseln. Bis dann. Wir zählen auf dich, Geralt. Gut. Für die Witcher 1 und 2 gespielt haben, ich habe jetzt mitbekommen, dass das Kampfsystem in Witcher 1 wohl wirklich nur aus Mausklicken bestand. Ist es in Witcher 2 auch noch so, dass das da auch schon eher so ein Kampfsystem wie in Teil 3, dass es etwas dynamischer ist? Die Steuer für Handelsunternehmen soll steigen. Einfach so. Ja, ich habe von den Witcher 1 und 2 keine Ahnung. Deswegen frage ich. Ach ja, stimmt. Gregor Onk streamt ja heute auch wieder, ne? Ist ja freitags. Der streamt jetzt ja öfters freitags. Oder besser gesagt regelmäßig. Gute Erik. Auch nur klicken. Okay. Das weiß ich nicht, Nemesis. Also, ich denke, Kreditkarte ist Kreditkarte. Beziehungsweise halt PayPal oder PaySafeCard, je nachdem, was du da halt benutzen möchtest, wenn du zahlen möchtest. Da kannst du halt so viel nutzen, keine Ahnung, du kannst sogar Bitcoin und allen möglichen Krempel benutzen, den ich nicht mal kenne. Ich weiß es nicht. Aber ich kenne mich nur mit PaySafeCard und PayPal aus, um ehrlich zu sein. Mit was anderem habe ich da nicht bezahlt. Ja, wir müssen irgendwo hinreisen. Ist hier ein Händler in der Nähe? Dann könnten wir vielleicht mal ganz kurz Vendoren. Da wäre ein Händler. Frage ist, wo ist der? Komme ich da jetzt einfach hin? Oder ist der wieder irgendwo am den finde ich wieder nicht. Der ist am ADW. Ja, und ich weiß, meine Waffe ist kaputt, aber naja, dieser minimale weniger Schaden, das macht auch den Brand nicht fett. Zumindest so lange nicht, wie wir überlevel sind. Da müssen wir hin.
Ja, ist die Frage. Gänsemöse, Burg. Ja, ich glaube, wir gehen nach Ursten, ne? Gehen wir nach Ursten, machen das Moped, gehen da rüber. Ja, komm, gehen wir nach Ursten. Okay. Also 3 ist echt schon vom Kampf und allen Umweiten voraus. Ja, keine Ahnung. Ich meine, für den Preis, ja, werde es mal halt installieren und wenn es mir halt nicht gefällt, wenn es halt cool ist, kann man es vielleicht irgendwann, wenn nichts zu tun ist, mal streamen als Backup-Lösung oder ich gucke halt mal privat rein, halt mal schauen. Falsche Taste. Die Taste war richtig. Ja, da haben wir ja verschiedene Möglichkeiten. So, ich wollte gucken hier unten mal, was das hier noch ist. Da waren wir nämlich noch nicht. Aber wie gesagt, Teil 3 gefällt mir halt super. Ich war halt immer Dragon Age Fan und war da halt von Teil 2 super enttäuscht. Teil 3 ging. Aber ich muss sagen, was hier Witcher 3 als RPG abliefert, das ist echt Bombe. Also da kann sich BioWare echt eine Scheibe von abschneiden für Mass Effect 4. Bin ich halt sowieso gespannt. Ich hoffe mal, dass wir da auf der E3 halt ein bisschen noch was zum Thema Mass Effect 3... Warum loote ich eigentlich nicht? Dass wir da nochmal was zum Thema Mass Effect 3 halt hören werden. Ja, prinzipiell, wenn sie es nicht komplett versauen, werde ich Mass Effect 4 halt auch spielen, weil ich die ersten Teile halt auch gespielt habe und richtig gut fand. Versteckter Schatz. Ja, ich muss den Brief wieder lesen, ist schon klar. Ich bin halt gespannt, wie sie halt die Story halt im Mass Effect jetzt ohne Shepard halt aufziehen. Genug Charaktere gab's ja, sie könnten Prequel machen, Shepards Early Years machen, die Ausbildung, was weiß ich. Also wie gesagt, da gibt's halt richtig viele Möglichkeiten. Ich sollte den Brief lesen, ja natürlich. Und einen Schlüssel. Ja komm, lesen wir mal hier den ganzen Brief. Wo ist er denn? Oh Gott, ey. Lesen wir mal die ganzen Bücher, dann kann ich die nämlich abhaken. Moment, mal einmal hier durchklicken. Wir haben zumindest ein Bestiarium-Eintrag gekriegt. Naja, immerhin. Keine Ahnung, worüber wir da jetzt gelesen haben. Irgendwas haben wir gelesen. Das schon. So, was haben wir hier noch? Perfekt. So, was? Krabbspinnen? Gepanzerte Krabbspinnen. Achso, die Bestium-Einträge. Giftige Krabbspinnen. Krabbspinnen mit Soße Hollandaise? Nee, das ist das hier. Das ist hier. Okay, dann machen wir das mal ganz fix. So, hier muss irgendwo irgendwas sein. Hier? Nee, wo? Finde die Beute der Plünderer mit Hilfe deiner Hexer sind. Ach, hier drunter, wa? Gut, dann haben wir das auch. Perfekt. Dann können wir die andere Quest wieder aktivieren. Wie hießen die jetzt? Jetzt habe ich keine Ahnung, wie die Quest hieß. Ach, Käsekuchen. Ich hätte mir den Namen merken sollen. Hauptquest. Nein, das war es nicht. Das war eine Nebenquest. Und die hieß... Hoher Einsatz, ne? Nee. Wie hieß denn die Quest? Ein tödlicher Plan? Ja, das war's. Das war's. Perfekt. Plan Nemesis. Kannst du adden. Da habe ich auch, glaube ich, noch massig Platz. Wie hat im PSN gehen 1000 Leute. Anders als bei Steam oder im Battle.net. Battle.net ist die reinste Katastrophe. Geht. Also wie gesagt, gib einfach mal IDS ein. Also Ausrufezeichen IDS. Da kommen dann meine ganzen Steam, Battle.net und PlayStation Klamotten. Ja, Battle.net ist halt leider voll. Da passen halt nur 100 drauf. Das ist nicht erweiterbar. Steam ist ja zum Glück erweiterbar, wenn man da halt mit diesen Trading Cards rummacht. Und PSN passen halt 1000 rein. Das ist halt der Vorteil. Ja, hallo, Herr Bandit. Aua. Oder?
Das ist halt der Vorteil. Ja, da muss Blizzard unbedingt auch was machen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das findet. Aber wenn ihr mal überlegt, Warcraft, also World of Warcraft, Starcraft, Hearthstone, Heroes of the Storm und bald noch Overwatch. Und alle haben eine Online-Komponente oder sind sogar Online-Spiele. Und du kannst nur 100 Leute auf die Friendlist packen. Ich meine, geh mal von einer ganz normalen WoW-Gilde aus, ja? Und die sind alle wirklich Kumpels. Dann hast du auf jeden Fall schon, wenn du 25er-Raid ist, 25 Leute Minimum auf deiner Friendlist. Und dann sollst du noch StarCraft, Heroes of the Storm und die anderen Games spielen und es passen nur 100 drauf. Na, herzlichen Glückschrumpf. Also, super, wie Blizzard halt einfach mit dem Platz mal geizt. Battle.net wurde auf 200 erweitert? Wow, waren es 100 mehr. Spin Dash, wann das denn? Habe ich nicht mitbekommen. Ich meine, ist schon mal ein Anfang, aber immer noch zu wenig. Gut, dann... Dann könnt ihr mich jetzt auch im Battle.net wieder adden, weil ich hatte das Problem, ich musste halt, bevor sie das gemacht haben, immer Leute löschen von diesen 100, um neue annehmen zu können. Das heißt, Leute, die länger als, weiß ich nicht, einen Monat offline waren, habe ich halt aus dem Battle.net wieder rausgekickt. Nicht böse sein, wenn ihr dabei wart, um halt neue aufnehmen zu können, um da mal ad hoc mit denen spielen zu können. Ich suche Gregor. Du hast ihn gefunden. Wer bist du? Geralt von Riva. Dijkstra schickt mich. Wieso Fail? Was habe ich getan? Ich habe dich erwartet. Mockster. Gehen wir eine Runde. Hab doch gar nichts gemacht. Was, Mockster? Was? Wie? Warum? Hab heute die News dazu gelesen. Du okay, das wäre natürlich cool. Aber hübsch dekoriert. Niloxas, die kannst du erweitern mit den Trading Cards. Auf Befehl unseres Barmherzigen. Je höher im Level, desto mehr Plätze schaltest du frei. Des guten Königs. Was haben sie verbrochen? Der Rechte ist ein Weideler aus einem Dorf in der Nähe. Hat jemanden Doktor den falschen den Rat gegeben. Die Danke Freunde für die Worte, des Mannes haben willkommen. Ihn verraten. Und der Links wurde von seinem Nachbarn in dessen Groll der Hexerei bezichtigt. Nur Menschen, die sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Nicht Radovids Fehler. Und wer macht die Gesetze, durch die Leute für solche Verbrechen gehängt werden? Reden wir. Ich nehme an, du weißt, warum ich hier bin? Es geht wohl um unseren Freund, den Schuster. Er ist auf dem Weg nach draußen hier durchgekommen, ist noch nicht wieder zurück. Gestern hat eine Patrouille einen verlassenen Karren cool. abseits schon, der Straße gesehen. Echt witzig. Ich wollte nachsehen, ob es seiner ist, aber ich konnte hier nicht weg. Ja, ich weiß, Danke. Wegen den Uhrzeiten kann man halt nicht immer live gucken, gerade für die, die halt morgens früh raus müssen. Aber ich kann halt leider nicht erst streamen, sonst würdest du einen Passierschein? Ohne kommst du nicht wieder zurück. Ja, ich habe einen. Dafür halt freitags ein bisschen eher, in der Hoffnung, dass samstags Leute frei haben und sonntags dann um 20 Uhr. Da dann diesen Sonntag auch wieder mit Dark Souls. Ehre und Heimatland. Ich wieder unter deinen Stein. So, finde den Wagen des Schusters. Ja, der ist ja gar nicht so weit weg. Jetzt können wir mal gucken, ist hier irgendwo irgendwas zum Vendoren? Ich glaube nein, aber wir gucken mal in dieses Dorf rein. Ist hier echt nix, aber hier ist ein Reisemoped. Grenzposten, ah super. Dass ich reingegangen bin. Da ist nämlich auch ein Reiseportal. Aber nichts zum Vendoren. Das ist nicht ganz so schön. Also, wie gesagt, das wäre vielleicht einer der Kritikpunkte. Ja, es ist realistisch. Ein Händler hat nicht unendlich viel Geld. Aber es ist halt eben ein bisschen nervig, dass man halt von Händler zu Händler reisen muss, wenn man verkaufen will. Und wenn ich halt die Taschen mit 160 Items voll habe, brauche ich garantiert 4 oder 5 Vendor, um denen was verkaufen zu können. Es ist halt einfach nur unkomfortabel. Das wäre halt so ein Kritikpunkt, den ich so ein bisschen habe an dieses Spiel. Minimaler Kritikpunkt. Dr. Beat. Dankeschön fürs Einschalten, Vorbeischauen, die Worte und jetzt auch noch dein Follow. Dankeschön. Ich wollte gucken, wo ich hin muss. Das wollte ich tun. Da unten hin. Rakeshi? Nicht deinen Namen. Bist du bei Funk Royal öfters irgendwie aktiv, dass Funk deinen Namen schon öfters genannt hat? Weil irgendwie kommt mir dein Name verdammt bekannt vor. Und ich wüsste jetzt nicht woher, also als ad hoc würde ich halt sagen, irgendwie von Funk oder so. Warte, was ist hier los? Subaru, sei gegrüßt. Wo bekommt man heute noch Knoblauch her? Eine Pocken. Wieso? Nehmen wir hier nochmal alles mit? Halte ich doch schon. Ja, mitnehmen.
Nee, nicht von Takeshis Castle. Tatsächlich als Username. Ich weiß nicht, wo ich den halt gehört habe. Ich würde meinen, dass ein Streamer den halt häufiger gesagt hat. Ich kann es halt nur nicht im Moment zuordnen. Ich werde halt nicht jünger. Nee, Lisa, nicht Takeshis Castle. Wobei das auch nahe liegt. Okay, ja, klar. Krishy Low. Ich warte noch mal eine Sekunde. Genau deswegen. Krishy Low. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Krishy, dass man das so ausspricht. Krishy Low. Eine Estus auf dich. Na gut, eine imaginäre Estus. Ich sage, vielen Dank fürs Subscriben. Meine Liebe? Ich würde sagen, es klingt weiblich. Hau mich nicht, wenn es männlich ist. Dann auch als männlich willkommen. Und danke, dass du mich unterstützt. Und viel Spaß mit den Emotes. Mein lieber Liebe. Sag doch mal, ob du männlich oder weiblich bist. Wie gesagt, vom Nick würde ich fast auf weiblich tippen. Oder ich glaube, habe ich das schon mal gefragt? Und ich kann mich nicht erinnern. Chat, Mods, helft mir. Hatte ich ja schon mal gefragt. Anyways, Dankeschön. Ah, jetzt habe ich nicht gelesen, was Rakeshi geschrieben hat. Ich habe gesehen, dass du geantwortet hast. Es ist nur leider gerade bei mir aus dem Chat gescrollt worden. Ich werde in der Aufzeichnung gucken, was du geschrieben hast, weil du hast wahrscheinlich auf meine Frage geantwortet und ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich Bauer, weil ich hier gerade mit dem Wagen des Schusters beschäftigt bin. Mach mal Chris draus. Einfach nur Chris. Okay, das werde ich. Das kann ich mir merken. Also, mein Lieber. Dann Dankeschön, mein Lieber. Mein lieber Chris. Dann haben wir jetzt den Chris J. Köln, den Chris von Krishy und Chris aka Bloody Ace. Also haben wir schon drei Chrises. Seltsam. Okay. Ich muss mich umsehen. Vielleicht finde ich ja was. Nehmen wir erstmal hier das Ganze. Oh, was? Wo? Wer? Warum? Ach, hier. Aua. Ich habe mich nur gerade gewundert, warum ich nicht looten kann. Da bin ich dann schon wieder automatisch in die Kampf-Sense gegangen. Oh, ich habe die Kiste kaputt gemacht. Kann ich die jetzt noch looten? Oh, mein Schwert ist, glaube ich, zum ersten Mal jetzt visuell geprockt, dass ich dem Wolf in Brand gesetzt habe. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Naja, irgendwann ist ja immer das erste Mal. So, nehmen wir das Zeug hier nochmal mit. Dankeschön. Nee, Phil. Bin Konsolenspieler. Schon immer gewesen. Also ich zocke auf der PS4. Jemand wurde niedergeschlagen und davongeschleift. Wo sein Träger wohl ist? Ich kann halt nur nochmal sagen, dass aufgrund der Streamqualität würde man keinen Unterschied großartig sehen, ob es PC oder Konsole ist. Für mich, okay, wenn ich lokal würde einen Unterschied sehen mit einem guten PC, aber ja, für Stream ist es eigentlich relativ bums egal. Weil so gut kann man leider nicht streamen, als dass sich die Unterschiede halt bemerkbar machen würden. Wo sein Träger wohl ist? Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Okay, wo führt mich diese Fährte hin? Wo sein Träger wohl ist. Wie viele Schuhe hat der? Ach ja, der war ja Schuster. Okay, ich wollte gerade sagen, wie viele Schuhe hat der denn bitte angehabt? Ein Schuh. Dass er hier 100 Schuhe verliert. Ich bin auf der richtigen Fährte. Zuerst, wann spielst du Diablo 3? Gar nicht mehr Nemesis. Das hatten wir gespielt, auch sogar im Stream. Ich hatte am Ende mit meinem Kreuzritter tatsächlich mein Wunschset. Klar, nicht mit den bestmöglich gerollten Werten, aber das, was ich haben wollte. Und da gab es nicht mehr viel, außer jetzt die saisonalen Items, die halt hinzugekommen wären. Und deswegen, das Thema Diablo 3 ist durch. Also höchstens mit dem nächsten Add-on oder Diablo 4. Wenn natürlich nochmal ein Add-on oder so kommt, klar, das würde ich dann auch streamen. Felstroll, ist der böse? Nee, sprich mit dem Troll, der ist lieb. Alter, diese Trolle sind Hallo. Voll hässlich. Weg, Hexer, du. Schuhe sammel nicht. Das sehe ich. Ich frag mich nur, woher diese Schuhe stammen.
Schuhe hier wachsen wie Pilze. Was? Schuhe wachsen nicht auf dem Boden. Weißt du, wer sie hier zurückgelassen hat? Rock nicht reden. Sonst Ärger mit Ock und Pock. Ock und Pock. Sind das deine Freunde? Was? Findergroße Ock und Pock. Menschenfinder auf Karren mit Großschuhe. So groß. Was haben sie mit diesem Menschen gemacht? Freund. Ock, Pock, Mann zur Höhle bringen. Dort. Auf die glorreichen Sieben. 1 Euro für jeden Mund. Nein. Knochenmann, Dünnmann. Bäh. Ja, sieh, du Verrückte. Ock sagen, Mann, Schuhe machen. Oder ihr Volk für Mods. Ock, Pock und Rock Schuhe Dankeschön. Machen. Dankeschön. Alter Schwede. So viel. Die Yassi, die jetzt unter die Selbstmischer gegangen ist. Ich bin ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Nächstes Mal probiere ich deine Liquids. Brauchst du überhaupt Schuhe? Schuhe an Menschen. Schuhe wollen Ock, Pock und Rock. Große Trolle sein, wie Menschen. Sind das diese Trolle? Das hatte ja, ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Das wohl Gronkh und irgendwer noch? Maxi von High Five und noch irgendjemand, 3 Trolle synchronisieren soll. Sind das diese 3 Trolle? Ock, Pock und Rock? Östern. Weil da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen bekannten Synchronsprecher oder YouTuber erkannt. Aber vielleicht finden wir ja die 3 in der Trollhöhle und achten mal drauf, ob wir da den guten Gregor Onk und Maxi von High Five kennen. Die übrigens meine Dampfen steampunkig findet. Ich weiß nicht warum, sagte sie mir auf dem Oktoberfest. Meine Dampfgeräte seien steampunkig. Naja. Jaja, wir gehen jetzt ja in die Höhle. Denke ich, meine ich, glaube ich. Ist das hier die Trollhöhle? Ne, das sind nicht Trolle. Aber wenn Ock schlagen, Menschen immer sterben. Dann schlag verdammt nochmal nicht zu. Schrei sie an, das reicht. Die? Taler? Ich hätte es wissen müssen. Niemand sonst hätte den Trollen das Blut beigebracht. Geralt! Mensch, das ist ja eine verdammte Ewigkeit her. Wer sein? Ganz ruhig, Ock. Dieser Mistkerl ist ein alter Freund von mir. Freund, Alter, gehen! Sonst wir werfen in Suppe! Ich wäre wirklich nur ein zäher Biss. Das stimmt. Seht ihn euch an, den verdammten Bastard. Nichts als Haut und Knochen. Ja. Dafür sind wir noch ziemlich groß. Nun, liebe Trolle, muss ich weiterreisen. Ihr, übt, was ich euch beigebracht habe. Nächstes Mal gibt's eine Scheißprüfung. Taler nicht gehen, Taler sitzen. Arsch runter, Taler schwanzen und Schuhe machen. Ich hab keine Zeit, mit Trollen zu verhandeln. Geh zur Seite, Taler. Warum ist das... Waffe wäre cooler Plan. Da ist noch einer. Was habe ich falsch getan? Ach, ich hätte einfach die andere Option wählen sollen. Ich Arsch. Ich bin so klug. Ja, 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 ist cool. Das war jetzt nicht clever. Das war eigentlich bumsdumm. Au. 3 Stück natürlich. Ja, gut, diese Trolle, wie sie am Fluchen sind. Felstrolle, Nummer 1. Aua. Ja, ja, alles toll.
Einmal den hier, Captain Feldtroll Nummer 2. Ja, ich hab. Jetzt habe ich kein Schild mehr. Jetzt habe ich Schild. Jetzt habe ich kein Schild mehr. Au. Egal. Ein Hit. Kassiere ich. Ich will. Au. Jetzt brauche ich noch ein Schild. Au. Ein Schild. Ein Schild. Und ein Würstchen. Hühnerbrötchen. So, Troll Nummer 2. Troll Nummer 3. Aber wir nehmen noch, noch so ein Hühnerbrötchen. Wässerchen. Nur hinterher. Alter Schwede. Wir sollten verschwinden. Monsterknochen. Du musstest sie nicht umbringen. Es war aus Versehen. Tut mir leid. Scheiße. Ich habe die falsche Option gewählt. Mit dem Traum. Mit diesen Idioten wäre das Selbstmord. Nee, keine Online-Spiele, Nemesis. Keine Online-Games. Idioten. Außer ein Dark Souls MMO. Aber Zeit, das darf meine Frau noch nicht hören. Nee, MMO ist bei mir durch. Kostet viel zu viel Zeit. Oder hat jemand dich beauftragt, mich zu suchen? Wolle Wups, sei gegrüßt. Rorsch und Dijkstra. Ah, dann haben sie mich nicht vergessen. Das ist schön. Ich bin dankbar, dass du gekommen bist, Geralt. Dir muss im Augenblick ziemlich viel im Kopf rumgehen, so viele Monster zu töten. Ich habe gehört, dass ihr drei auch eins töten wollt. Das haben sie dir erzählt? Witzbolde. So ähnlich, aber sie haben keine Einzelheiten verraten. Vielleicht machst du das? Ich weiß es nicht, was die macht. Ich weiß nicht, ob die auf dem Balkon noch sitzt. Hier ist heute Bombenwetter gewesen. Irgendwie 28 Grad. Deswegen jetzt hier heute auch nur im Simon Sorcerer T-Shirt. Das Land ist jetzt von Nilfgaard. Weil hier drin sind garantiert gleich 35 Grad mit Licht und den technischen Geräten. Die haben sicher eigene dabei. Nur Volltrottel, wie ich das sehe. Anfänger in Uniform. Und einen besseren Schuster als der Sonnenbrand-Henning. Ja, macht das. Aftersun draufklatschen auf jeden Fall. Glaubst du mir nicht? Feuchtigkeit zuführen, Henning, ganz wichtig. Und du arbeitest jetzt mit Rorsch und Dijkstra zusammen. Du bist wohl kaum hier draußen unterwegs, um nilfgaardische Stiefel zu flicken. Ah, du hast also nachgedacht. Ich geb's zu. Ich gebe mich nur als Schuster aus. Wer interessiert sich schon für Schuster? Niemand. Man sitzt da, macht seine Arbeit, hämmert auf der Sohle herum und die das Leute. Das ist von der Simon the Sorcerer 1 und 2 Collectors Edition für. Aber manchmal ist auch was Interessantes dabei. Da zum Beispiel. Drin. Danke nochmal, ja. Geralt. Ich komme ab jetzt alleine klar. Und ich werde Rorsch und Dijkstra berichten, wie du diese dusseligen Schwanzlutscher erledigt hast. Sie werden bestimmt so beeindruckt sein, dass sie sich noch mit in drauf, die Hosen weil scheißen. Sieht. Muss ich aufstehen? Ich weiß nicht, ob der ausgekeyt wird. Da ist halt der Sumpfling mit drauf. Der mit seiner Sumpfsuppe Simon ausgenockt hat. Das war ein so gutes Spiel. Und was hast du jetzt vor? Wie meinst du das? Zurück nach Novigrad gehen. Dijkstra, Rorsch und ich müssen unseren Plan in die Tat umsetzen. Ich frage nochmal. Einzelheiten? Vergib mir, Kumpel. Es geht einfach nicht. Wenn's nur nach mir ginge, würde ich alles ausspucken. Du bist vertrauenswürdiger als alle, die ich sonst kenne. Aber ich handle nicht allein. Darum darf ich keine einseitigen Entscheidungen treffen. Mein Mund bleibt zu. Leider. Na gut. Ja, Major Lewis, also Sport machen bei dem bis dann, Tag. Wetter. Und viel Glück. Ich war irgendwann mit meinen Eltern in Spanien. Radovid ist und wir kamen auf die glorreiche Idee, aber wir Tennis zu spielen. Bald wird Punkt der ganze 12 mittags. Norden davon reden, bei gefühlten 45 Grad. Passt auf, dass er nicht darüber über drei Attentäter spricht, die gevierteilt wurden. Keine Angst, Geralt. Wir wissen, was wir tun. Leb wohl. So, ein tödlicher Plan. Ein tödlicher Plan. Quest abgeschlossen. Ja, und wie viel XP? Wieder nur 5 wahrscheinlich, wa? Ja, 25. Oh ja. Oh, wunderbar. Und neue Quest? Achso, das war nur die Vorbereitung. Na ja, okay, verstehe. Dann haben wir noch irgendwelche andere Quests auf. Wir gucken.
bin jetzt bei der Nebelinsel. Denkst du, ich soll jetzt schon auf die Insel? Ich weiß nicht, welches Level du bist, Smiles, aber erstmal geil, dass dir das Spiel gefällt. Es freut mich. Und sorry, jetzt habe ich das Follow überlesen. Wer immer es war, danke für dein Follow. Herr Unbekannt. Ich habe es nicht gesehen. Doch, da sehe ich es noch. Kanzler. Dankeschön. Ja, wie gesagt, ich bin halt da noch nicht. Wir dümpeln hier noch so rum in Novigrad und sind Level 18. Und machen jetzt die letzten Hauptquests hier in der Gegend, um dann mal auf Skellige zu gucken. Das heißt, würde ich sagen, erzähl Priscilla, was du über Dudu erfahren hast. Ja, machen wir. So, da müssen wir jetzt irgendwo wieder so ein Wegekreuz finden und uns mal zurückporten. Jetzt machen wir die letzten Hauptquests hier in der Gegend und dann gucken wir, dass wir das Schiff... Nee, da komme ich nicht hin. Da sind nämlich Level 23er Mobs. Dieser Punkt ist ziemlich am Po. So. Grimm, sei gegrüßt. Bin auch nur Level 18, hab nur Hauptquest gespielt. Ja, wir werden jetzt gleich mal nach Skellige reisen und gucken, wie es da weitergeht. Im Moment haben wir das Problem, die Quests, die wir alle noch als Nebenquest gemacht haben, geben kaum XP, weil wir so brutal überlevelt sind. Und, ja, das heißt, es wird langsam Zeit, dass wir tatsächlich mal wieder in so einen Bereich kommen, wo die Quests nicht ausgegraut sind, sondern grün. Also wir haben entweder zu hohe Quests oder zu niedrige, aber genau auf Level haben wir fast keine mehr. Das heißt, die Hexeraufträge sind alle 22 plus, die wir noch haben. Die empfehle ich dir übrigens, diese Hexer-Nebenquests zu machen, die in der Rubrik Hexer sind. Da gibt es immer ganz cooles Zeug, sei es jetzt Waffen, Trophäen, das lohnt sich und auch ganz coole Kämpfe. So, und wir müssen dahin. Oh, da ist doch mal, schon mal ein Vendor. Da können wir ja vielleicht mal Vendoren. Klingt gar nicht mal falsch. Können wir ja mal gucken, was wir gelootet haben. Na, gucken wir mal. Wobei tatsächlich, Baseball in Deutschland? Ist das nicht so ein absoluter Nischensport? Ich meine, ganz ehrlich, ich gucke Baseball lieber als Basketball. Also mit Basketball kann ich gar nichts anfangen. Da gucke ich wirklich lieber Baseball. Und wenn ich auch mal irgendwie solche amerikanischen Sportarten auf einer Konsole oder so spiele, spiele ich eigentlich auch ganz gerne Baseball. Baseball, Football, NHL. Basketball, okay, geht auch noch auf der Konsole. Aber wie gesagt, die erstgenannten spiele ich eigentlich fast lieber. Gucken wir mal ganz kurz ins Inventar, was wir hier alles verkaufen können. Zumindest von dem Schrott. Oder ob vielleicht sogar was dabei ist. Nein. Das Hemd wollte ich aufheben, das wollte ich verkaufen. Ja, das war's. Das heißt, wir haben ziemlich vielen anderen Krempel gelootet, aber nichts Sinnvolles. Naja, wunderbar. Das heißt, wir gehen mal hier zu dem Händler erstmal, gucken, was der hier im Angebot hat. Also besser gesagt, ob ich da ein bisschen wenden kann. Reicher Städter. Reich klingt gut. Oder will nicht mit mir reden? Warum nicht? Hallo! Achso, du bist nicht der Händler, oder was? Du bist der Händler. Ha! Ah. Willkommen, hey, willkommen! Greed. Komm gut ins Bett, bis Sonntag, mein Lieber. Was hast du denn da? Na, Geld. Da kann ich aber wieder nichts verkaufen, aber ich kann hier vielleicht die Bücher verkaufen. Naja, wunderbar. Immerhin etwas, dann sind wir die auch noch los. Müllen die hier nicht unser Inventar zu. Gelesen hatten wir die ja, also zumindest einmal reingeklickt. Von daher zählt das ja als gelesen. So, was haben wir hier noch? Da nix und da auch nicht. Ja, perfekt, ja, immerhin. Wiedersehen. Bis dann. Ja, ach so, wir könnten natürlich, wäre es vielleicht auch mal wirklich clever, wenn wir wirklich nochmal zum Rüstungsschmied gehen, um uns einmal ganz kurz die Waffe zu reparieren. Das wäre ja natürlich auch nicht ganz dumm. Erstklassige Schwerter. Okay, in Köln gibt es die Cardinals. Ja, wie gesagt, von deutschem Baseball habe ich keine Ahnung. Ich kenne halt nur MLB, also Major League Baseball, die amerikanische Liga. Wobei, kennen ist da eigentlich auch schon zu viel gesagt. Wie gesagt, ich weiß, dass sie existiert. Ich bin da kein Pro. Das, was ich vom Regelwerk kenne, kenne ich halt durch Computerspiele.
kann auch weg. Und das will ich behalten. Ja, ein Schaden, komm, weg damit. Ja, passt. So, jetzt noch bitte einmal ganz kurz reparieren. Handwerk. Nein, nicht Handwerk, sondern einmal bitte alles, was hier ist, reparieren für 300 Dublonen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Bis dann. Was ist mit der Katzenrüstung? Ja, die muss ich irgendwann bauen. Das ist richtig. Wollte jetzt ganz kurz hier noch hingehen. Ist der Rüstungsschmied? Ja, der ist Rüstungsschmied. Können wir gucken. Ich wollte eben zur Bank. Nee, die Bank ist hier. Aha. Mal eben die Dublonen umtauschen. Wenn wir schon mal hier sind. Ja. Was kann ich für dich tun? Ich will Geld umtauschen. Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Danke. Da bist du hier richtig. Bessere Kronen. Ja, danke. Wie viel? 273, naja, immerhin. So, ja, können wir ja tatsächlich mal gucken, ne? Ob wir das hinkriegen, wenn wir jetzt mal hier sind. So. Osku wirft mit 1 Euro um sich. Thanks. Osku, Dad. Du bist im Chat. Sei gegrüßt. Ich sehe dich auch gerade. Hallo und auch danke. Du Verrückter. Oh Mann. Ich möchte was anfertigen. Würdest du mir etwas anfertigen? So, dann gucken wir mal. Katzenhandschuh. Haben wir genug. Passt. Dann haben wir Katzen. Ich baue die jetzt einfach mal drauf, geschissen. Dann ziehen wir das Set halt einfach an. Fashion Souls, Katzenhandschuh. Mal fertig. So, dann brauchen wir Katzenbrüste, Katzenschuhe und Katzenhosen. Wo sind die denn? Da, Katzenhosen. Ja, machen wir fertig. So, dann brauchen wir noch Katzenbrüste. Da. Ja, machen wir fertig. Und jetzt noch Katzenschüchen. Ja, Katzenstiefel. So, gibt's jetzt auch Katzen... Na, erstmal ziehe ich die jetzt an. Wiedersehen. Bis dann. So, dann... Gucken wir mal, dass wir das angemoppelt kriegen. Skillpunkte habe ich nicht, alles ausgerüstet habe ich. Perfekt. Da wollte ich gar nicht hin, aber so kann man Fehler kaschieren, wenn man sich verklickt. Dann ziehen wir das Moped an. Ziehen das Moped an. Und jetzt sehe ich ja aus wie hier so ein lustiger Ringer der Herzen. Das heißt, wir können noch irgendwas reinbauen. Art. Axi. Wenn. Adrenalin gewinnen. Kann ich nicht, das ist wieder für die Waffen. Okay, verstehe ich schon. Angriffskraft. Art. Irden. Axi. Chance auf Vergiften. Oh, das hätten sie auch anders darstellen sollen, oder? Ich habe es noch nicht gecheckt. Okay, doch, alles, was nicht leuchtet, ist für die Rüstung. Und alles, was leuchtet, ist für Waffen. Okay, ich glaube, das ist ja alles hier für die Waffen, ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Angriffskraft da rein. Die jetzt wo war? Da. Bums. Dann haben wir die auch. Perfekt, dann kann ich den anderen Schundelscheiß verkaufen. Ja, jetzt sind wir hier der Katzenmann. Ob das was taucht, werden wir rausfinden. Erstklassige Schwerter. So, ich möchte etwas bitte hier verkaufen. Sag mal, was du Alter, der war Muckis, der Mann. So, das hier mal verkaufen. Ups. Perfekt. Ich kann die Schwerter auch noch schmieden. Ja, da brauche ich aber einen Waffenschmied, ne? Bis dann. Das ist ja hier der Rüstungsbubi. Wo ist denn hier der Schwertermachmann? Der Schwertermachmann. Verstehst du, was ich sagen will? Ich glaube, das ist hier der Schwertermachmann, ne? Gehen wir mal zum Schwertermachmann. Kommen wir da hin? Hier rum? Ja, das sieht gut aus.
Wie kann ich das denn aufwerten, Osku? Ist das eine, muss ich da wieder Schemansen finden? Und dann brauche ich das quasi als Grundmaterial plus noch andere Materialien, ja, und dann kommt was Besseres raus. Nee, hier ist nur so eine Aufwertstation. Da ist noch so ein... Kam ich von da? Deine schiere Anwesenheit ist eine Beleidigung des ewigen Feuers. Bist du der Rüstungsmann? Der Waffenmann? Waffenschmied, perfekt. Hallo, Herr Waffenschmied. Willkommen in meiner Werkstatt. Solide Handwerksarbeiten zu vernünftigen Preisen. So. Nein! Mal dein Angebot. Ich wollte nicht die Waren. Ich wollte doch bauen. Handwerk. So, Katzenarmbrust. Die Stufe des Handwerkers ist zu niedrig. Ach, der kann das gar nicht. Okay. Wo sind denn hier die Dingers? Schema, Glanz. Stufe 12 ist aber schon schlechter. Gnibbel-Ding. 250, 27, Stufe 6. Tor, Torlun, Vipern, Dorn, Brem, Stahl, Greif, Katzen. Katzenstahlschwert, der ist zu niedrig. Der kann das nicht. Ich sprinte einmal eine Minute ganz kurz auf Klo. Ich will jetzt keine Pause machen, weil wir ja eh um 12 eine Pause machen. Aber ich habe so viel getrunken heute. Ich muss ganz dringend einmal. Lauf nicht weg, ich mute mich nur. Ich mache nichts ins Overlay. Ich bin gleich wieder da. Und wieder da. So. Ja, so viel trinken, wenn es halt warm ist. Und das muss natürlich irgendwie dann auch raus. Ich habe Galosche Skyrim nie gespielt und mochte Skyrim nicht. Von daher... muss ich sagen, gefällt mir das halt deutlich besser als Skyrim, weil ich war halt nie der Skyrim-Mann. Greifenstahl, Katzen, Kekshaus. Achso, ja, okay. Es würde aber auch... Wo sehe ich denn hier den Schaden? Ja, es macht auch weniger Schaden, also so wirklich toll ist es nicht, ne? Lassen wir das erstmal. Ja, das machen wir jetzt erstmal ein bisschen weiter. Noch eine halbe Stunde. Oikon, haust du rein. Hoffentlich bis Sonntag, mein Lieber. Erzähl Priscilla. Ja, wir wollten ja mit Priscilla reden. Das war ja der Grund, warum wir überhaupt hier zurückgekommen sind. Jetzt sehen wir echt aus wie so ein Gigolo mit diesen armen Dingen. Armlosen Dingen. Und ja, mal gucken. Mal gucken. Jetzt das Schöne auf der anderen Rüstung, und habe ich gar nicht geguckt, jetzt ob auch Stamina dabei war. Wir hatten halt durch die andere Rüstung auch ganz gut Stamina, also Lebenspunkte dazu bekommen. Irgendwie allein über die Hosen schon knapp 400 Punkte. Ob wir da jetzt einiges verloren haben, aber ich denke fast. Die Schwerter kann man auch upgraden. Ja, könnten wir aber eh nicht da machen, weil der Schmied zu low ist. Das heißt, wir bräuchten ja sowieso einen besseren Schmied. Führt ja jetzt erstmal keinen Weg dran vorbei, dass wir dann erstmal den Schmied brauchen. Ich kann ja jetzt die Schwerter nicht zaubern, selbst wenn ich jetzt die Mats hätte. So, wo ist die Gute? Oben. Fass mich nicht an.
Ja, und wie gesagt, mit dem Schmied müssen wir uns, also meine ich halt mich, dann auch nochmal, ne, die ist unter mir, schlau machen, wo, wo der nächste Schmied halt ist, weil, ne, der war ja halt einfach zu low. Da habe ich auch irgendwie eine Quest, aber ich glaube, die führt uns auch nach Skellige. Weiß ich nicht, müssen wir halt mal gucken. Hier? Ah ja, hier. Hier. Oh nein, ich hoffe, die singt nicht wieder ein Lied. Ich habe einen Plan, wie wir Ritter Sporn befreien. Du hast die Reaktion gerade gehört. Aber dazu müssen wir Dodo finden. Was für ein Plan ist das? Unser Doppler nimmt Menges Gestalt an und befiehlt Rittersporns Verlegung nach Ochsenfurt. Unterwegs greifen wir ihn uns. Brillant. Aber wie sollen wir Dodo finden? Ihr seid doch befreundet. Weißt du nicht, wo er sich verstecken könnte? Wo ist bei einem Doppler nicht die Frage? Als wer? Schon eher. Bisher ist er bei Ärger verschwunden und am nächsten Morgen als jemand anders aufgetaucht. Aber diesmal... Diesmal ist er nicht wieder gekommen. Die Quest haben wir auch mit den Verbesserungen. Die ist noch irgendwo aktiv, aber die war Level 22 oder so. Wir müssen Dodo überzeugen, sich uns zu offenbaren. Hat er Freunde oder Vertraute, über die wir ihn erreichen können? Rittersporn, Irina Renards Truppe? Das wär's. Ich wüsste nicht, dass er sonst noch Freunde hätte. Hat Platin gemacht, er war ständig bei der Truppe. Entweder auf der Bühne oder im Publikum. Im Stream. Er ist also gern beim Schauspiel. Ja, ich wundere mich, dass er nach all dem nicht zu uns gekommen ist. Auf die Füchse hätte er schließlich zählen können. Wenn die Schauspieler also helfen würden. Wir brauchen nur Dodo zu erwähnen. Irina und ihre Leute haben ihm viel zu verdanken. Nehmen wir doch ein Theaterstück. Wir können eine Botschaft an Dodo darin verstecken, damit er sich zu erkennen gibt. Nicht schlecht, aber da reichen ein paar Zeilen wohl nicht. Und meinst du wirklich, dass Dodo sich die Zeit mit Theaterstücken vertreibt, die er in- und auswendig kennt? Hast du einen besseren Vorschlag? Wir müssen ein brandneues Stück schreiben. Etwas Großartiges, das Dodos Aufmerksamkeit erregt. Am wichtigsten ist, dass es einen grandiosen Titel hat. Es muss zum Stadtgespräch werden. Wenn du willst, können wir sofort damit anfangen. Na schön. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Lass uns das Theaterstück schreiben. Irgendeine Idee für die Handlung? Eigentlich hatte ich gehofft. Es kommt drauf an, Dodo klarzumachen, dass er sich auf dich verlassen kann. Und dass wir Rittersporn befreien wollen. Die Botschaft muss eindeutig, aber mit der dramaturgischen Essenz auf natürliche Art verwoben sein. Daher brauchen wir eine geeignete dramatische Struktur. Klar soweit? Ja, der Stream war leider kaputt, Zacki. Ich konnte es nicht exportieren. Deswegen ist das leider für immer verloren. Ich wollte es nochmal auf dem PC spielen, aber die PC-Version ist mir dauernd abgestürzt. Deswegen konnte ich die nicht streamen. Dumm gelaufen. Sorry an der Stelle. Mehr oder weniger. Das reicht. Jetzt brauchen wir die richtige Ausdrucksform für das Stück. Eine packende Geschichte der Gegenwart. Das wäre am besten. Vielleicht über die Freischärler von Povis. Ich hab's. Über Lorenzo Molla. Die Geschichte eines hübschen, aber skrupellosen Banditen. Und eines Dopplers, der ihn aufs Kreuz legt. Nun muss sich der Doppler verstecken und nur sein Freund kann ihm helfen. Ein Hexer, der alles tun würde, um seine Tochter zu retten. Nein, besser seine Geliebte. Was meinst du? Klingt großartig. Meinst du? Lorenzo Molla, ja. Oder doch nicht. Warte. Ich hab's. Wir nehmen die Geschichte über den Igel vom Erlenwald. Heimliche Liebende, ihr Verlöbnis, ein Fluch, eine grausame Königin, Glocken zur Mitternacht. Aber... Und da enthüllt er sein Antlitz. Er ist ein Monster und will Prinzessin Pavetta entführen. Sie wollen ihn tot sehen, doch da tritt ein Hexer auf den Plan. Und alles geht gut aus. Also abgemacht, ja? Du wolltest was sagen? Wir brauchen einen guten Titel. Das dürfte sogar wichtiger sein als die Geschichte. Ich habe ein paar Einfälle. Vielleicht suchst du einen aus. Du willst tatsächlich meine Meinung berücksichtigen? Natürlich. Wir sind ja Partner. Ich habe nur das Sagen. Hier sind zwei richtig gute Titel. Die Erlösung des Dopplers und die Rettung des Wandlers oder des Hexers Triumph. Welchen siehst du vor? Die Rettung des Wandlers oder des Hexers Triumph bringt doch genau die richtige Botschaft rüber. Es gibt nur ein Problem. In der Geschichte tauchen keine Doppler auf. Nur eine Prinzessin und der verfluchte Igel. Überhaupt kein Problem. Dann tauschen wir den Igel eben gegen einen Doppler aus. Die Botschaft ist das Wichtigste. Ein Hexer taucht auf und rettet den Doppler. Verstanden? Na schön.
Es ist also eine Komödie? Ich hätte eher an eine Tragödie gedacht, aber wenn du es gerne fröhlicher hättest, entscheide einfach und ich mach mich dran. Eine Komödie ist wohl sicherer. Also gut, ich muss an die Arbeit. Und du suchst dir eine Ecke, setzt dich hin, liest leise oder denkst nach. In Ordnung? Gut, da du ja keine Hilfe beim Schreiben brauchst. Ja, ich bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Alter, Gerald, warte. Was reimt sich auf Hexer? Sechser? Ach, sei lieber still. Oh mein Gott. Einige Stunden später. Fertig. Mit etwas Zeit könnte ich daraus ein kleines Meisterwerk machen, aber... Wir haben keine. Die verborgene Botschaft an Dudu. Was hast du hineingewoben? Verborgene Botschaft? Du wolltest etwas einbauen wie Komm im Morgengrauen zum Eisvogel oder so. Das passt doch gar nicht zur Stimmung des Stücks. Kein bisschen. Du hast es geschrieben, um mit Dudu in Kontakt zu treten. Das war der Sinn der Sache. Wie soll es denn sonst klappen? Weiß nicht. Ich dachte, ich könnte ihn an seiner Narbe erkennen. Oder ich improvisiere. Darum sorgen wir uns später. Erstmal musst du den Text zu Madame Irina bringen. Du weißt, wo du sie findest? Die Truppe tritt auf dem Fleischerhof beim Marktplatz auf. Komm später zu uns. Bis dann. Bring das Manuskript zum Theater-Ding. Na, machen wir mal. Hammel. Oh Mann, oh Mann. Oh, ich möchte hier bitte irgendwo raus. Geh weg. Lass mich durch. Was? Jetzt ohne Witz, Apollo? Alter Schwede. Alter Schwede. Kann ich mich ja noch glücklich schätzen, dass ich in meinem Alter noch nichts hatte. Bin nämlich auch so alt, so fast so alt wie der Apollo. Macht mir Angst. Also, seid artig zu mir, trollt mich nicht, sonst falle ich hier irgendwann tot vom Stuhl. Pac-Man lügt. Pac-Man sagt, ich soll hier durch. Oder muss ich ja jetzt erst eine Karte kaufen? Tritt hier die Schauspieltruppe von Madame Irina auf? Ja, aber du brauchst eine Eintrittskarte. Jetzt ist aber keine Aufführung, die Schauspieler proben nur. Aber das Zusehen ist trotzdem sehr spannend. Ja, ich will da rein. Willst du eine Eintrittskarte? Du hast gesagt, es gäbe die keine. Die müssen wir uns mal eher butscheln und wählen. Du kannst dir trotzdem eine Karte kaufen. Wie sieht's aus? Brauchst du eine Karte? 50. Ja, super. Ja, eine. Hier. Bleib einfach außer Sichtweite, ja? Diese Schauspieler sind sehr schüchtern, wenn sie proben. Na, irgendwann falle ich dann auch vom Stuhl. Wollen. Wobei, wenn sowas, glaube ich, mal im Stream passieren würde, so schlimm das jetzt klingt, das könnte so ein Millionen-YouTube-Klick-Video werden, ne? Madame Irina, können wir reden? Geralt von Riva. Ritter Sporn Nemesis hat uns Teil so 2 viel kommt von jetzt erzählt. Auf der PS4 ist noch mal raus im Dezember. Nein, aber bald, hoffe ich. Ich bin wegen Dudu hier. Reden wir hinten im Theater in meinen Gemächern. Da sind wir ungestört. Eurovideo hat jetzt den Vertrieb übernommen. Oder die Lizenzen. Oder beides. Von Darksiders. Wie kann ich helfen? Wir haben in letzter Zeit weder Dudu noch Ritter Sporn gesehen. Ich will ein Stück aufführen. Einen echten Straßenfeger. Verstehe. Und du hoffst, Dudu damit anzulocken? Dann muss es ein ganz neues Stück sein. Wer soll es schreiben? Priscilla. Sie hat das Stück schon fertig. Von einem Hexer, der einen Doppler vor dem sicheren Tod bewahrt. Klingt interessant. Ich schaue es mir gern an. Aber erst müssen wir es bekannt machen und über Sicherheit nachdenken. Wir brauchen Ordner. Würdest du dich um diese Dinge kümmern? Ja, natürlich. Du meinst, wir brauchen Ordner? Ein Stück über Doppler mag ja kontrovers sein, aber ist das wirklich nötig? Man kann nie wissen. Und gerade in Novigrad können die Zuschauer schwierig sein. Faule Äpfel, Tomaten, Eier, sowas? Eher Äxte, Fleischermesser und Backsteine. Na schön. Fällt dir jemand ein? Smiles, Bloodborne. Vielleicht findest Bloodborne. Du bei den Docks Leute. Da ist immer jemand, der für ein paar Kronen alles macht. Wie kann ich helfen, die Premiere bekannt zu machen?
Tja, wenn die ganze Stadt davon erfahren soll, dann müssen wir mit den Lunden reden. Wer sind die Lunden? Straßenkünstler. Wenn sie die Premiere ankündigen, dann erfahren selbst die Muscheln an den Hafenpollern davon. Wo finde ich sie? Sie hatten mal Zimmer in den Scherben in einem Stadthaus, aber ich weiß was nicht, ob sie alles noch da machen sind. Muss. Auf der Straße habe ich sie länger nicht gesehen. Vielleicht haben sie die Beinlinge an den Nagel gehängt. Mal sehen, ob ich sie finden kann und ob sie für uns arbeiten wollen. Danke für die Hilfe. Ich komme wieder, wenn ich die Ordner habe. Bis dann. Ja, dann holen wir mal ein paar Ordner und ein paar Lunden und müssen den Hund looten. Lootet den Hund. Lootet den Hund. Nee, so rum war's. Oh Mann. Na gut, das ist ja zum Glück hier alles in der Stadt und um die Ecke. Hoffe ich. Eigel sei gegrüßt. Was? Wo ist hier hin? Da. Gott, oh Gott, was eine Reinerei hier. Ich bin Nebenquest, ich hoffe, das lohnt sich. Im Regen hallo. Kostet's das Doppelte. Steht die Nutte einfach mal im Regen rum. Warum auch nicht? Und dann gehen wir. Wo? Hä? Reiern oder nicht reiern? Das ist hier die. Natürlich. Hier einfach reiern. Oh Mann, oh Mann. Ach, hier ist auch so ein Schmied. Ding. Alter Schwede, wie weit ist denn bitte? Hätte ich auch hinreisen können. Die Stadt ist so verdammt groß, Mann. Ja, ich hätte auch Plötze rufen können. Netter was hast du denn bestellt, wie gute Beinarbeit. Forderst du mich heraus oder willst du dich mit Hal messen? Ein Hexer gegen die Bestie von Metina. Mordlust gegen unbändige Wildheit. Ich bräuchte euch als Aushilfen. Wir führen ein Theaterstück auf. Sollen wir auf der Bühne jemanden verdreschen? Ihr sollt als Ordner arbeiten. Und dafür sorgen, dass weder auf noch vor der Bühne jemand verdroschen wird. Da bist du bei uns falsch. Verdreschen ist unser Geschäft. Ich zahle gut. Ihr verdient vermutlich mehr als hier. Erwartest du Ärger? Müssen wir Schädel knacken? Ja, nicht auszuschließen, dass Backsteine fliegen. Hab ich aus einer zuverlässigen Quelle. Hal! Willst du ein paar Maurer niedermachen? Aber natürlich will er das. Oder ich kenne meinen Bruder nicht. Her mit dem Zaster. Und keine Sorge, wir sind da, bevor der Tanz losgeht. Also, was in Lords of the Fallen von gut funktioniert, das war der Stärkebild mit dicken, schweren Stärkewaffen und dicken Rüstungen und Schild. Hier dieser Dex-Bild mit Dolchen und der Kleriker-Bild habe ich beide probiert, die funktionieren nicht so gut. Das ist halt auch ein Kritikpunkt, dass im Endeffekt nur ein Bild von den dreien echt gut spielbar war. Das Problem bei den Dolchen oder beim Dex-Bild war, dass du nachher halt einfach keine guten Waffen mehr hallo. Bekommen hast. Das ist der Ort. Hallo Hexer, er ist in der Nähe. Bereit? Ja. Ich brauche noch einen Moment. Na schön. Besser. Aber beeil dich bitte. Ach, das ist bestimmt das Schiff nach Skellige, ne? Wo ich jetzt zufällig draufgeklickt habe. Da will ich jetzt ja gar nicht hin. Das machen wir ja später. Ich wollte erstmal noch hier die Quest hier in Novigrad fix fertig machen. Und dann fahren wir nach Skellige. Ja, bin ich schon sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir da heute echt mal ankommen. Endlich hier aus dieser riesen Stadt mal raus, was Neues entdecken. Das ist ja schon gefühlt ewig hier. Ah! Ich hänge fest. Jetzt kletter ich über so ein Fass, natürlich. Natürlich. Warum nicht? Ja, und ansonsten, ich spiele eh alles auf der PS4, wenn es nicht PC-exklusiv ist. Von daher bin ich da der Falsche, wenn du fragst, hat sich der Kauf gelohnt für Exklusivtitel. Ich spiele halt nicht nur die Exklusivtitel, ich spiele halt alles. Und dafür hat sich das für mich schon gelohnt. Jetzt.
Wo? Ist wieder da oben, oder was? Hier. Du? Ja. Ah, da bist du ja. Ich habe einige Ordner anheuern können. Wunderbar. Tobi Hanzo? Achso, okay. Ja, dann andere Quest halt. Ich wollte über den Text reden. Ist nicht schlecht geschrieben. Eigentlich gefällt er mir sehr gut. Ich wollte Dudu zuliebe nicht auf meinen Ansprüchen bestehen, aber das hier könnte sehr interessant sein. Ich weiß schon genau, wie ich den Diener, den Hexer und die Königin besetze. Aber für Prinz und Prinzessin fällt mir noch niemand ein. Wer spielt den Hexer? Jetzt sag nicht, ich muss da noch mitspielen. Ich arbeite zum ersten Mal mit ihm, aber der kriegt das schon hin. Neu in der Truppe? In gewisser Weise. Chris. Ach, du weißt nochmal doch genau, danke, komm gut ins Bett. Spreche. Hoffentlich bis Sonntag, da ab 20 Uhr Dark Souls. Gute Idee. Ich erwarte keine stehenden Ovationen, aber Dudu wird mich sehen. Das ist die Hauptsache. Aber du strengst dich doch an, oder? Lernst wenigstens deinen Text. Okay. Natürlich. Und wenn ich mein Bestes. Also, die Prinzessin. Kleine, aber wichtige Rolle. Fällt dir jemand ein, der sie spielen könnte? Priscilla wäre die naheliegende Wahl. Sie ist jung und schön, aber ich habe mehr Bühnenerfahrung. Du bist hässlich. Geh weg. Das sollte Priscilla tun. Nichts für ungut, aber die meisten Leute... finden Aussehen wichtiger als Talent. Verstehe. Ich sag ihr Bescheid. Sie wird zweifellos entzückend sein. Galosche, gib mal Ausrufezeichen DS1 ein. Wer sollte deiner Meinung nach den Dopplerprinzen spielen? Ich versuche mich zwischen zwei Kandidaten zu entscheiden. Abelard Ritza wäre die sichere Wahl. Seit Jahren bei der Truppe, technisch makellos. Aber er reißt die Leute nicht gerade vom Hocker. Und die andere Möglichkeit? Maxime Bullière. Herausragender Schauspieler. Das Publikum liebt ihn. Aber man weiß nie, ob er nüchtern ist oder überhaupt kommt. irgendeinen Besoffenen? Riskieren wir es und geben die Rolle Maxime. Er hat gerade eine gute Phase. Vielleicht haben wir Glück. Gut, ich habe endlich die Besetzung. Sieht ganz so aus. Bist du bereit, dich in deine Karriere als Verkleidungskünstler zu stürzen? Oh mein Gott. Ich bin bereit. Hab mir aus Neugierde den Text angesehen. Wir können auch gleich loslegen. Schön, es gibt keine Zeit zu verlieren. Komm auf die Bühne. Sultan, was machst du denn hier? Prissy hat mir erzählt, dass sie ein Stück mit dir in der Hauptrolle aufführt. Ich spiele nicht die Hauptrolle. Und da würde ich mich doch eher rasieren, als das zu verpassen. Erzähl, trittst du in Strumpfhosen und Schamkapsel auf? Komm, Geralt, du musst dich vor dem Auftritt konzentrieren. Wer die Rolle hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, natürlich nicht. Nein, das ist der Discounter aus Dark Souls. Ja, das Command ist halt aktiv. Kann ich halt nicht für ein Spiel aktivieren und deaktivieren. Meine Damen und Herren, ehrbare Bürger der geweihten Stadt Novigrad, willkommen! Wir haben eine vortreffliche Komödie für euch. Der Titel: Die Errettung des Wandlers oder des Hexers Triumph. Oh mein Gott. Die Darsteller: Hexer Geralt als er selbst, Katharina als Königin, Leo Riebe als treuer Diener. Als Prinz seht ihr den Publikumsliebling fern und nah, Maxime Bullière. Und als Prinzessin die entzückende Bardin mit Nachtigallenstimme, Priscilla. Oh mein Gott. Ja, jetzt bin ich immer gespannt. Die sehen ja schon richtig
begeistert aus. So wie ich, wenn ich ins Theater muss. Hoheit, der Schlächter der Monster spricht vor. Er kam, wie ihr wünschtet, und steht vor dem Tor. Ich muss mit ihm sprechen. Drum nichts wie herein. Zuvor tränk ich allerdings gern etwas Wein. Hexer, dein Wirken ist wahrlich sehr wichtig. Monster sind an dieser Tafel nicht richtig. Halt darum Ausschau. Und kommt es, schlag zu. Dann trinken wir Brüderschaft und sagen du. Nur Bestien von übler Natur töte ich. Ein ruchloser Mörder? Nein, das bin ich nicht. Was, der richtig? Hirnlose Hexer geht uns auf den Leim. Ich leuchte ihm später noch anständig heim. Das Monster wird kommen. Der Hexer schlägt's tot. So bringen wir rasch wieder alles ins Lot. Doch ach, meine Kleine wird unglücklich sein. Ich schenk ihr was Schönes. Sie wird's schon verzeihen. Oh, warum erst immer in Reimform sein muss, da kriegst du doch einen Knoten im Hirn. Hier sind wir versammelt, in edelster Rund, zu feiern der holden Verlobung zur Stund. Doch ach, kein Monster erspäh ich hier. Vielleicht trinkt's ja inmitten der Gäste ein Bier. Spicy sei gegrüßt. Oh Mann, ey. Und Nemesis auch. Schau mal lieber. Liebste, die Leidenschaft in unseren Herzen brennt schon seit Monaten heller als Kerzen. Heute ist Schluss damit. Werd meine Braut. Und dann wird dir ruckzuck die Unschuld geklaut. Oh Liebster, mein Ja, wie wunderbar. Ja, meine Unschuld wird geklaut. Hey. Darauf vorzüglichen Wein. Das Paar, es möge gesegnet sein. Oh nein, dieser Wein ist mit Silber versehen. Wie ekelhaft. Auf den Abort muss ich gehen. Potzblitz, der Prinz ist ein Doppler. Oh nein. Jetzt hau ich ihn kurz und klein. Falls sie ihn wirklich liebt, ist sie wohl sein. Dort, Hexer, ist das Biest, das ich erwähnt. Töte es rasch, wie bestellt und ersehnt. Nicht doch, halt ein! Der Mann dort ist mein! Fort mit den Waffen. Ein Doppler ist er? Als ob schon deswegen ein Monster er wär. Die äußere Gestalt macht das Monster nicht aus. Sondern schlechte Moral und ein mickriges Haus. Recht hast du, Hexer. Er schmiedete Ränke, auf dass er nach seinem Bedarfe mich lenke. Der Doppler soll leben, meine Tochter sei sein. Sie liebt, was er ist, darum wird er sie freien. So schließen wir. Und die Moral der Geschichte? Doppler sind keine Monster, drum tötet sie nicht. Der Hexer ist wahrlich ein Dopplerfreund. Auch einen umgebracht habe, so aus Versehen. Der ist mir in meine Klinge gelaufen. Ups. Doch du, Schurke, bist unser aller Feind. Wachen, kommt her. In den Kerker muss er. Hey, hört ihr, was die Prinzessin sagt? Kommt hoch. Also los, Meister! Rauf da! Rauf auf die Bühne! Werf den Verräter in den Kerker! Das ist unfasslich. Keine Angst. Es werden noch alle glücklich bis an ihr Ende leben.
Prinzessin und Doppler vermählten sich gleich. Und sogar das Dienerherz wurde dabei weich. Da war er, sei gegrüßt. Oh Mann. Actor of the Universe, unser guter Gerd. Doppler auf den Scheiterhaufen! Verbrennt sie! Nein. Glaube ich nicht. Schon gut, Kumpel. Das ist doch alles nur Spaß. Eine Komödie. Meine Güte, selbst ein Ghoul könnte den Prinzen spielen. Hier. Oh Mann, ey. Geralt, du hast mich erkannt. Wie nur? Sei gegrüßt, Dudo. Hab von dem Andenken gehört, das Hurensohn auf deinem Gesicht hinterlassen hat. Dann weißt du alles? Hast du Ciri gesehen? Nein. Ich suche sie noch. Geralt, meisterlich, es war toll. Hab seit Ewigkeiten nicht mehr so gelacht. Die Jungs werden's nicht glauben. Sag mir nur eins, du und Rittersporn. Wie habt ihr es geschafft, Räuven, Hurensohn und die Tempelwache auf einmal gegen euch aufzubringen? Das war nicht so geplant. Hat der Fell an den Händen? Ciri ist zu Hurensohn zurückgegangen, um dich zu holen. Wie bist du entkommen? Ich bin ihr ja nachgelaufen, aber ich wäre ihr nur ein Klotz am Bein gewesen. Sie hat mich angefleht, dass ich mich verwandle und abhaue. Ich habe Ciri und Rittersporn gesucht, aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Ich hatte Todesangst und verwandelte mich jeden Tag in jemand anderen. Ich wollte mich sogar in Ciri verwandeln, um ihre Verfolger reinzulegen, aber... Immer langsam, Kumpel. Geralt, wann hast du Cirilla zuletzt gesehen? Das ist ein Hobbit. Ist ein Weilchen her, oder? Ein Weilchen, ja. Bei mir auch. Sie muss ja jetzt erwachsen sein. Dudu, tu uns einen kleinen Gefallen und zeig uns Ciri mal kurz. Am Halblinge Elfenohren? Geralt? Nee, oder? Nein, kein Bedarf. Ich erkenne Ciri, wenn ich sie sehe. Bestimmt. Ich dachte nur, du wüsstest vielleicht gern... Du bist doch nicht wütend auf mich, Geralt? Nein. Da bin ich froh. Und Rittersporn? Konntest du ihn finden? Die Hexenjäger haben ihn. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Wir können Rittersporn befreien. Wir brauchen aber deine Hilfe. Was kann ich tun? Nimm Menges Gestalt an. Und gib Befehl, Rittersporn nach Ochsenfurt zu verlegen. Wir legen uns in der Schlucht bei dem Weg auf die Lauer und schnappen Rittersporn, wenn der Konvoi vorbeikommt. Halt, nicht so schnell. Wie soll ich Menge denn darstellen? Und wo Rittersporn sitzt, weiß ich auch nicht. Hör mal, du schaffst das schon. Menge gilt als vermisst. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Meine Jungs und ich legen uns in der Schlucht auf die Lauer. Geralt stößt dazu und wir warten auf deine Nachricht. Aber wie soll ich mich als Menge kontaktieren? Also, eine Nachricht schicken, dass der Konvoi aufgebrochen ist? Steuern kann. Dir wird schon was einfallen. Du bist doch ein schlaues Kerlchen. Und? Alles klar? Dudu, beweg deinen Hintern zur Tempelinsel. Ich trommle meine Leute zusammen und wir warten auf dich, Geralt. Ja, wir sehen uns in der Schlucht. Wartet! Halt! Moment mal, wie geht's denn danach weiter? Ich soll ja wohl nicht Menge bleiben, wie Chapelle leben und dann und wann einen Ketzer verbrennen, um den Schein zu wahren. Nein. Wenn alles vorbei ist, kommst du zum Rosmarin und Thymian, wo wir uns alle treffen. Und uns wie die Iltisse besaufen. Abgemacht? An die Arbeit. Immer diese Zwerge. Schlimm. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Fürs erste Mal. Nur ein paar kleine Unsicherheiten. Die Vorstellung im Allgemeinen. Was denkst du darüber? Ich bezweifle, dass das Publikum alles verstanden hat, aber das war auch nicht zu erwarten. Wie schade, dass Maxim auch noch betrunken auf die Bühne kam. Einige Zuschauer haben ihr Geld zurückverlangt. Bitte sehr, deine Gage. Ich muss zugeben, dein Schauspiel ist sehr minimalistisch. Hast du irgendwo studiert? In Kaer Morhen. Minimaler Ausdruck bedeutet maximale Wirkung. Danke für die Bezahlung.
Bis dann. Es ist mein Stream-Prinzip. Mit minimalen Emotionen im Gesicht einfach maximal alles rausholen können. Denn auch ich habe keine maximalen Gesten und 20 Kronen an das Gehalt. Wir machen jetzt Pause. Speichern mal. Das Spiel. Alter Schwede. Ja. Etwas später die Pause, ungefähr bis Viertel nach. Geht rauchen, geht Aschenbecher löschen, geht Halblinge, Ohren ankleben, geht Liquid nachfüllen, was ich jetzt tun werde. Ich mache mal 3 Minuten Werbung an.